Also guten Abend, wir sind zurück nach meiner Abwesenheit in Prag mit Beschneidungen von Zern Noachiden dort. Jetzt wir sind zurück mit Judith Geschichte. Wir sind am Ende Kapitel 5, Anfang Kapitel 6. Wir haben gesagt, bis jetzt ist es noch nie diese Judith, die Heldin, überhaupt hat erschienen. Also von Anfang ist es sozusagen Vorwort zum Vorwort. Ja, das ist eine, die Buch enthielt sich 17 Kapitel, oder? Ja. Ich glaube, Ich 12 oder schaue 13. mich, ich schaue mich, 16 Kapitel. 16. Okay, ja, 16 Kapitel. Also die kurze Erinnerung, ja, das ist die gute Lehrer, soll immer erinnern, was war am Ende der letzte Unterricht, eine Brücke in den Kopf und die Schulter bilden. Also, das offiziell im Buche steht noch in den Netzerzeiten, das heißt Ende erster Tempel. Wir haben gesagt, es ist eine Fälschung, es ist zweiter Tempel, genau, Hanukkah-Zeiten. Also, und er schickt zum Rache seine Sar Zawa, der Kriegsminister, nicht der Verteidigungsminister, wie heute ist es mit bescheidener Lüge gesagt, Kriegsminister. Zum Rache, alle würden vergelten, ja, nur die Juden irgendwie nicht vergeben. Und dann diese Olofrenie auf Hebräische von uns, er macht eine Konferenz. Nicht eine Seekonferenz, aber etwa Militär, ja, eine Beratung. Wie sind diese seltsamen Leute, die auf Berge leben? Das ist die Frage. Das heißt, es ist genau wie steht im Torah. Die Land Israel ist eine Berge, Bergland, Bergsland sozusagen. Ja, nicht Alpen, nicht Österreich, nicht Schweiz, aber doch gibt es viele Berge darüber. Und diese Leute, sie vergeben nicht. Ja? Alle sagen, ja, machst du, was du willst, wir bezahlen dich, wir sind deine Knechte. Er sagt, ja, sie sind meine Knechte und doch Racht. Ja? Aber Juden sagen nicht, sie beten zum Gott. Und dann kommt ganz, ganz ungewöhnlicher Held, der heißt Achior. Der ist eine Eltern von Ammon. Ammon und Moab, heute ist es Jordanienland, okay, ein arabisches Land, aber dann, die sind Ammon und Moab, ich erinnere, was ist die Herkunft von diesen zwei? Erinnern Sie an die Torah? Sie Ammon sind und wer? Verwandte von Juden. In welchem Ach. Weg? Aber nicht die Ammoniter. Ammon, das ist Ammoniten, ja, sie sind. Ammon, es ist die Name, okay, die Geschichte ist mit Lot, die Cousin von Abraham, ja, und er schläft getrunken mit seinen zwei Töchtern, ja, und die beiden, Vataharna steht dort Moab, und die zwei Töchter steht dort Lot, Vataharna steht dort Lot, die zwei Töchter von Lot, schwanger geworden. So steht im Tor. Ja? Also, und dann sie bringen zwei Kinder zur Welt. Die eine hat genannt Moab, auf Hebräisch Mi'av, von dem Vater, ganz direkt, ohne Schande. Ja? Also, das ist die größte Tochter. Ja? Die hat nach dem Torah die Initiative zur ganzen Geschichte geschafft, ja? Also Initiatorin sozusagen. Also direkt ausgesagt, von dem Vater. Die zweite, jüngste Schwester, hat das Kind genannt Ammon. Okay, ein relativ neutraler Name. Und diese zwei kleine Staaten, die liegen parallel zum
ist Israel heiliges Land über Jordanien. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir sind heute stehen in Masada, Masada gegenüber, mhm, nach dem Totenmeer, das ist Moab. Mhm. Genau. Ein bisschen nördlich, das ist Ammon. Und die Hauptstadt von Jordanien, Rabat Ammon, Amman auf Arabisch, oder Rabat Ammon auf Hebräisch, das ist der Name, der steht schon von im Tanach. Okay? Das ist die gleiche Stadt, die gleiche Name. Okay? Also, das sind diese zwei Nachbarstaaten, sozusagen Belgien und Niederlande. Okay. Relativ zum Deutschland. Ja, okay, ich sage nicht, dass die Israel so riesige Stadt, aber dann auch heute größere von Ammon und Moab, aber doch, die sind Nachbarn und die Nachbarn natürlich sollen vermutlich kennen gut eigene Nachbarn, logisch. Ja, die Belgier und Niederländer kennen Deutsch und umgekehrt, ja. Also, das heißt, diese Konferenz von Orofrene ist ganz logisch. Ja? Mhm. Und dann, der erste Sprecher, er nimmt die ganze Bühne und er spricht, wow, solche Lob von den Juden, sogar nicht die Lob, das ist der zentrale Punkt. Die Konsequenz, seine Zusammenfassung ist, was soll ich sagen, der Prophet konnte nicht besser das formulieren. Was war die Zusammenfassung von Achior? Ja, er hat gesagt, wenn die Israeliten ihrem Gott gehorchen, dann wird er sie schützen und Holofernes kriegt keinen Fuß auf den Boden. Ja, wenn die Juden sind gut mit seinem Gott, dann seine Gott rettet sie. Egal was, egal welche militärische Proportionen sind, ja. Und dann du, Orofren, hast du keine Chance. Aber wenn es ist umgekehrt, wenn sie sind nicht in Ordnung mit seinem Gott, sozusagen, die halten nicht seine eigene Religion, dann die Gott racht im jüdischen Volk und dann machen wir unsere Arbeit ganz einfach. Mhm. So sagt er. Also, wow. Wieder, diese Rede, es nimmt einen Kapitel, eine lange Rede, mit vielen, vielen Kleinigkeiten. Also der Mensch, dieser Achior, hat gut Torah gelernt. Mhm. Er fängt sich an von Abraham, der hat aus Lukas die. Es ist ganz, ganz positive Rede. Also natürlich ist es eine apologetische Rede. Ich weiß nicht, ob in wirklicher Geschichte ist es passiert. Mhm. Es sieht aus, wie er spricht von unserem Hals sozusagen. Ja? Mhm. Die Talmud sagt, sprechen von jemandem Hals, ja, das ist eine Meinung mitbringen. Ja? Also dieser Chior spricht von unsere Herzen und unseren Hals. Ja? Also er formuliert ganz richtig diese Idee, dass es militärischer Erfolg oder Scheitern beim Juden geht ungetrennt mit Verhalten mit dem Gott. Ja? Es ist die Idee, dass es ist ein bisschen unklar im Richterzeiten, ja? Buch Richter. Mhm. Ja? Dort die Juden schrien zum Gott, er rettet sie und dann wieder sie gefallen zum Gottesdienst und dann kommt neuer Feind und dann die ganze Runde. Genau. Ja, ohne Ende. Ja, gut, im Kindergarten, Kind nach zweite Mal, dritte Mal lernt schon, ja. Aber wieder, dem Volk, jedes Volk, und auch jüdische Volk ist keine Ausnahme, lernt in gewisser Sinn genau wie der Menschen. Ja, also es gibt viele, viele Parallelen mit dem Volk und einem Mensch. Ja? Und das ist auch, wie Mensch lernt, auch dem Volk lernt. Gut. Also natürlich die Reaktion von dieser pro-jüdischen, apologetischen Rede für Judentum
Verhandlung mit Gott ganz, ganz scharf, ja, Holofren und seine Wilze sind sehr, sehr verärgert, ja, was willst du, ja, wir sind die Übermacht der Welt, ja, du redest zu den seltsamen Leuten auf die Berge und einen seltsamen Gott, das können wir nicht gegen ihn, das ist für Verrückheit. Also, sie sagen, auch wenn du vertraust deine Prophezeiung, seine Rede am Ende beschrieben als Prophezeiung. Nicht echte Prophezeiung, aber quasi ja, eine Vision, ja, das wegen dieser Verhalten mit Gott. Ach, falls du geglaubt in deine Prophezeiung, du sollst es schweigen. Ja, so sagt der Lofren, weil es ist Bereinigung. Ja. Es ist Verzweifeln von dieser großen Macht. Und ja, das ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Glaub mangelhaft zu dieser Kraft. Ja. Gut. Und dann sie verhaften den Menschen und hängen ihn neben diesem Stadt, Betulia. Ja? Und sie sagen, dein Schicksal, Achior, privat, wird verbunden mit deinen Freunden, mit Juden, mit den Juden von dieser Stadt. Also, wir nehmen diese Stadt, zerstören, morden alle und auch dich. Das ist die Ende. Okay? Und jetzt, wir sind das ist Kapitel 6. Wem betachte wurde Wort Ha? Also Kapitel 6, Vers 5. Auch wenn du hast geglaubt zu deiner Prophezeiung, ja? wie kannst du nicht fürchten von uns? Ja? Diese Dinge aussprechen, ja? Okay. Und dann, was ist passiert? Wessel Yardu Elav Meir Betul Biftichu Yivavi Oto Aira. Also die Juden sehen ihn verhaftet mit Stricke, ja, verhaftet mit Stricken, ja, und haben rausgegangen, Yardu, haben runtergegangen von den Bergen, ja, die seltsamen Leute von Bergen, und befreien ihn und bringen ihn zu dem Stadt, Betul. Okay. והביאו אותו אל ההר ושאלו אותו על מה ההר. אז הוא חב נמיק מתגברך צום דמלויות. אז צום דמלויות, das heißt, מרפלץ, אני צנטרל פלץ, הוא דמלויות הזמל זיך, אני דירקט דמוקרטי, גנאו וגנאים ביום עתיד. בעת ההיא היו ראשונים בעיר עוזיה בן מיכל, למטה שמון וחרמי בנותניאל. צום דיזה צייטן, די Erste in dem Staat, die Chefe, die Oberbürgermeister sozusagen, sind zwei. Uzia ben Micha, das ist der Name, vom Shimon Stamm, Vechermi Huatnir. Okay, zwei Männer. Also die Achior beschreibt seine Geschichte, wegen dieser Beratung, was hat er gesagt? Und der Freund hat verärgert sich. Okay. Moment, wenn der Uzia aus dem Stamm Shimeon ist, aber die sind ja zu dem Zeitpunkt, die kommen ja zurück aus Babylon, die 10 Stämme, da gehört ja Shimeon dazu, die sind ja verloren. Also gab es da noch Reste aus diesen 10 Stämmen? Shimeon hat nicht zurückgekommen. Als Stamm. Aber dieser Stamm hat gelebt zwischen dem großen Stamm Juda. Also die vielen Leute von Shimon hatten doch überlebt. Und sie wurden benannt. Es ist bekannt, dass sie gehören zu diesem Stamm Shimon. Shimon war nicht Juda. Also wenn sie schauen geografisch, ja, also dieser Stamm Shimon, sie waren heutzutage Negevust, der Sheva, Arad dort. Ja? Das ist allgemein ins Juda. Das ist genau diese Prophezeiung von Jakob, Trennen, Levi und Shimon. Ja?
weil sie hatten die ganze Stadt Schirm verloren. Mhm. Ja, mit dem Schirm. Also der Jakob sagt in Torah, dass seine Ärger, Arura Pam, seine Ärger, die diese zwei Brüder, es ist verflucht, also sagt, ja, mhm. Es ist nicht im Ordnung, was haben sie gemacht. Und diese Verbindung, diese zwei, ist problematisch. Deswegen, die Shimon-Stamm hat gelebt ganz, ganz fern von anderen Stämmen, nur ins Juda-Territorie. Deswegen, die viele Shimoniten hatten überleben, diese Exil von 10 Stammen. Als Stamm, sie haben nicht zurückgekommen. Aber die Einzelnen, viele Einzelne, hatten schon mit Juda. Mhm. Okay. Gewohnt, aber doch dann, nach dem zweiten Tempel, es wurde noch bekannt, die Herkunft, Stammische. Mhm. Für uns heute es ist fast nichts, nur wir kennen Kohanim und Levi, das ist Levi-Stamm, mhm. Alle anderen sind Juda. Und traditionell, die großen, riesigen Juden, physisch, körperlich, groß, 2 Meter jede Dimension, kennen Sie solche ja. Leute? Ja. Sie sind traditionell gehören zum Binyan. Aber wieder, es ist eine Logik, es ist kein Nachweis. Ja? Mhm. Weil die Binyan in Medien, sie wurden so 2 Meter auf jede Dimension. Ja? Okay. Gut. Also, er erzählt, dass es kommt Rache von dieser Rofreni und er erzählt, dass mein Schicksal jetzt ist verbunden mit Juden, mit eurem Schicksal, mit dieser Stadt mit Juden. Er hat beendet seine Rede und die alle Juden, sie fallen auf seine Gesichter, sie weinen und beten zum Gott. Klar, ja, das ist die Rache von diesem Mensch, es ist eine Katastrophe der Menschen. Ja. Also das steht ein Gebet, ja, Elokei Shomayim, die Gott vom Himmel und Gott der Erde, bitte schaust du, ja, und so weiter und so fort. Okay. Und dann, Juden sagen eine interessante Dinge. Weil ja, Yoshein Hashem Elokei. Im Fall, dass der Gott wird uns rettet, du wirst mit uns. Also, wir akzeptieren diese Idee. Also, haben gesagt, Hamebi Zechior wird konvertieren sie zum Juden. Ja? Mhm. Wir akzeptieren diese Idee, du verbundest mit unserer Schicksal, mhm. Weil du hast gut und uns gerettet. Mhm. Und das ist genau, was bringt die Ärger. Ja? Mhm. Du sollst unbedingt schlimm mit Juden werden. Das muss so ein bisschen wie sein. Andere geht nicht. Anders geht nicht. Ja? Okay. Und dann sitzt, wo willst du mir zwischen uns? Ist alles gut, was wir bekommen, du bekommst auch. Mhm. Eine sehr interessante Gespräch. Okay. Bei Schuhe haben wir. Okay. Und dann die ganze Volk. Nicht ganze Volk, viel Volk. Präzise zu sagen, sie kommen zum Haus, diese Usia, der Oberbürgermeister, mhm. Und sie machen eine Mischte, eine festliche Mahlessen. Mhm. Kennen Sie das heute? Sollte man eine festliche Mahlessen machen? Heute ist es Purim Katan, kleine Purim. Ich kann ein bisschen kurz erzählen das für unsere Leute im Telegram. Mhm. Dieses Jahr, es ist schaltes Jahr. Ach ja. Es sind 13 Monate. Also die erste Adar und zweite Adar. Heute ist das erste Adar. Und mhm. Es war bis heute Nacht 14. am ersten Adar. Also 14. Adar ist es Purim. Also natürlich, die Purim ist noch ein Monat, noch 13 Tage. Aber heute ist sogenannt eine kleine Purim, Purim Katan. Und dann echt macht man eine festliche Mahlessen, trinkt Wein, nicht genau wie in Purim, ja? Aber doch darf man
Also diese festliche Mahlessen, das ist eine Definition, die jüdische Definition. Gut. Okay, und dann Kapitel 7. Jetzt haben wir Lofreni. Und dann Lofreni sagt, okay, wir stellen 120.000 Soldaten gegen diesen Staat. Verstehen Sie, das ist viel zu viel, braucht man nicht so viel. Mhm. Und wie sagen, und schnell Massage, und 12.000 Soldaten mit Pferde, also sozusagen Kommandos, ja? Mhm. Die beste Kraft. Die normalen Soldaten sind einfach Soldaten. Zu Fuß gehen. Mhm. Die Kommandos, die beste, die reiten auf dem Pferde. Okay. Und sie vorbereiten Kriegen gegen Israel. Und sie schaffen Belagerung, ja, also komplett kreuzen. Mhm. In dem Sinn, dass beschlossen dem Staat. Ja? Und dann. Okay. Und die Söhne Israel sehen diese riesige Lager, die Soldaten. 120.000 und noch 12.000, ja? Kommandos, mhm, auf dem Pferde. Auch für heute ist es, mhm, eine enorme Militär. Sie sind verstanden? Mhm. Noch mehr dann. Wenn wir denken über die heilige Kriege, die manche zwischen, sagen wir, die griechischen Städte, Staaten, ja, da wurden die professionellen Krieger, professionelle Soldaten, ja. Die manche Leute wurden zu Hause gesetzt, ja. Deswegen 300 Spartaner, solche, ja, Filme und Ideen, es ist wirklich so, ja, es ist nicht 100.000, 100.000, ja, es ist eine Alexander der Groß und die persische König, Schach. Dann solche Menschen. Dann in dieser Zeit normale, kurze Kriege, es war relativ klein, mit großen Konsequenzen, aber nicht Weltkrieg. Ja? Ja, diese Kapazitäten ist natürlich Weltmacht, ja? Diese griechische Militär. Und ja, das ist, geht auf Richtung der großen Kriege, die hatten die in Europa erlebt. Okay. Weiter. Also, die erste Attacke, die Juden hatten erfolgreich verteidigt. Und dann es ist diese Belagerung verschärft. Ja? Refrain geht rund um die Stadt und was findet er? Die Wasser. Ich finde die Wasser, das heißt, diese Belagerung ist ein bisschen uneffektiv. Mhm. Dann hast du Wasser, das kannst du relativ viel Zeit verteidigen, nicht vergeben. Ja? Also was macht er? Also er natürlich ruft um seine Soldaten, welche dazu, dass sie noch. Er befindet ein Rohr, das okay, es ist nicht. Es ist nicht unser Rohr mit Plastik, mhm, aber doch in der heiligen Definition, es war ein Weg, der mit Steinen wurde, mhm, definiert. Also er findet diesen Wasserweg. Also er gestoppt das. Und dann findet er noch viele, viele kleine Brunnen. Mhm. Ja, die Leute können auch das Wasser von dort nehmen. Okay, weiter. Dann kommen diese Leute von Moabiten und Ammoniten und sie erzählen, sie sind relativ lokale Leute, sie sind nicht genau von diesem Land, Israel, mhm, doch sie sind Nachbarschaft. Ja, kommen von der Nachbarschaft. Sie erzählen über diese kleinen Brunnen und kleine Seen. Du sollst
abnehmen diese Wasser von Juden. Also sie sind klar auf jüdisch-feindliche Seite. Mhm. Deswegen verbunden dieser Typ, dieser Mensch, Achior, und er ist der Ältere, ja, die Nummer eins dort, wieso so gut hat er spricht über Juden. Deswegen viele, viele Forscher, auch ich persönlich, wir denken, er ist ein bisschen, ich weiß nicht, was, ob er wirklich die Figur war. Ja? Mhm. Vielleicht ist eine Idee, eine Metapher. Weil wir sehen tatsächlich, seine Leute sind alle nehmen feindliche Seite von Juden. Wie konnte er, genau der Repräsentant und der Chef und der Boss und der Alte, Eltern von diesen Leuten, plötzlich eine große Philosophie sein? Okay, also Refrain stellt die Wachen über alle Wasserquellen bei Tavadewarben Refrain und diese Rat hat ihm gut gefallen, nicht wie Achiors Rede. Okay, und dann es ist schon 20 Tage später und die Sonnenstadt Betul haben keine Wasser. Mhm. Also jetzt ist es ein Problem. Ja. Relativ mit Hunger kann man irgendwie mit Schwierigkeiten herausfordern. Ja? Mhm. Schwer, aber doch, kann man irgendwie. Ohne Trinken, es ist deutlich, es ist fast unmöglich. Mhm. Nach einem Tag, nach zwei Tagen, drei Tagen. Mhm. Unser Körper ist kaputt, wir müssen trinken. Und wieder, natürlich, sie haben ein bisschen vielleicht Wasser in dem Stadt. Ja, in Zisternen hatten sie halt noch was. Ja, die Leute, genau wie bei uns im Dorf, 100 Jahre vorher. Also, aber wieder, es ist nicht, dass sie haben Kühlschränke, es ist nicht, dass sie haben unsere modernen Wasserrohrsysteme, keine fließende Wasser zu Hause natürlich. Es ist logischerweise, dass sie haben einige Brunnen in dem Stadt. Es ist auch, das kennen wir, diese Realität. Aber doch, allgemein, es ist das scharfeste Problem. Ja? Und Wasser ohne Trinken. Weil beim Israel, okay, sie machen, das ist genau, was haben wir gesagt, sie haben ein bisschen Wasser bekleben ins eigene Geschirr, genau wie haben wir gesagt, und sie machen eine, wie sagt man, eine Norme, eine Mamba Mesora, eine kleine Menge Wasser, die jeder bekommt. Mhm. Ja, also das ist natürlich Notsituation. Ja. Notsituation. Und dann die Leute dem Staat tun, wollen vergeben. Klar, sie wollen leben. Sie wollen nicht sterben. Mhm. Kann man verstehen? Das ist Kapitel 7, Satz 13. Dann die alle Leute, alle, nicht viele, alle, alle Leute kommen zum Musia, der Oberbürgermeister sozusagen, jeder Mann und Frau, von kleinem Kind bis Eltern und geschrien und sagen, die liebe Gott wird richtet zwischen uns und dich. Ja? Mhm. Und hier, warum wir sind nicht vergeben. Ja? Mhm. Also das ist natürlich große und riesige Demoralisation. Ja? Die Spirit es ist auf dem Boden. Ja? Mhm. Kein Widerstand. Also, und es ist besser für uns, Satz 6, besser für uns, zum Hände Alofren gefallen,
und wir werden leben. Und die Gott wird uns segnen, wenn wir einfach sterben. Ja. Und unsere Frauen und unsere Söhne sterben gegen unsere Augen. Ja. Also, wir nehmen zum, es ist eine Formulierung vom Torah, wir nehmen zum Mithilfe die Erde und die Himmel. Ja, es ist eine schöne, schöne Hebräisch. Ja, nee, Heidor, Ed, Moment, 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 Moment. Es ist nicht mit Hilfe, es ist genau, das steht im Torah. Deuteronomium, ein Moment. Zu Zeugen, oder? Zeugen, ja. Wir nehmen zum Zeugen die Himmel und die Erde, ja. Was unsere Bitte spricht, ja. Mhm. Also die ganze Welt, ja, sieht, mhm. Wir sind im Not. Wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Und die ganze Volk erhob deine Stimme und weinen. Und was ist der Beschluss von dieser Situation? Erinnern Sie? Ich glaube, Sie wollten dann noch 3 Tage ausharren. Ja, etwa so. Wenn es dann nicht regnet, fünf Tage. Also fünf Tage. Das heißt, sie vermutlich haben ein bisschen Wasser irgendwie noch ein bisschen leben. Also sie Uzia sagt, Anachai, bitte meine Brüder, ja, Hargiu, bitte halten Sie Ruhe. Wir können Lishat Hashem. Warten wir uns zum Gott retten. Okay, es klingt gut, aber wirklich, die Chancen sind nicht so groß. Ja? Warten wir noch 5 Tage. Wenn es kommt, retten, dann gut. Wenn nichts, dann machen wir, was haben sie getan. Das ist Ende der Kapitel 7. Und jetzt nur mit Kapitel 8. Jetzt kommt Judith, ja. Jetzt kommt Judith und hat eine Frau gehört, eine Witwe Frau gehört und ihr Name ist Judith. Tochter Merari, Ben Uz, Ben Eser, Ben Uzia, Ben Eli, Ben Amana, Ben Gedod, Ben Rephaim, Ben Achituv, Ben Milchaya, Ben Enan, Ben Etaria, die ganze Geschichte des ersten Adam, Ben Shimon. Ben Shimon, also wir befinden, also sie ausgehört, diese Judith zum Stamm Shimon. Das heißt, haben wir gelernt, dass es geht über die Judäa, aber doch in dem Stamm gibt es viele Shimoniten, genau wie die Herr, die Oberbürgermeister Uzia. Das war für das dem Buch besprechen. Gut. Also die ganze Vers 1, seine Biografie, wirklich, es steht einige Leute mit Sohn von Sohn, es ist alles gut, aber dieser Satz, ganz, ganz ungewöhnlich, es ist 10-fach mehr lange. Ushma Judith, Bat Merari, Ben Uz, Ben Yosef, Ben Uzia, Ben Eli, Ben Amana, Ben Gedon, Ben Rephaim, Ben Achituv, Ben Melchaya, Ben Enan, Ben Nechmiah, Ben Shaltiel, Ben Shimon. 14 Generationen. Großartig. Großartig. Was haben wir gelernt von diesen 14 Generationen? Warum den Text, den Buch, bringt die ganze Geschichte? Das ist zum Lob für diese Frau. Haben 14 Generationen, hat das irgendwie eine besondere Bedeutung, dass es 14 sind? Nicht. Okay. Es ist einfach erzählen, die Lob von der Frau, die hat sie gerettet. Okay. Der Text bringt die ganze, ganze Chronik. Ja. Nicht Mittelalter, von bis fast der erste Adam, sogar vorher. Ja. Vor Adam, ja. Verstehen Sie, das ist die Idee. Das heißt, ich sage Sie,
Es ist ganz ungewöhnlich. Ja, also es steht über die Korach im Torah, seine Vorkommen. Ja. Also relativ lange Satz. Gibt es ähnliche Sätze. Mhm. Es steht über die Mordechai im Esterrolle, ja, auch seine Geschichte. Aber nicht so, nicht so lang, nicht so groß. Ja. Das heißt, es ist genau unglaubliche Wunder, das unglaubliche Rettung, das hat diese Frau gemacht und deswegen den Text geehrt, ja, die Frau. Also das ist dieser Satz, es ist fast ein Absatz. Das ist auf Hebräisch, auf Deutsch ist noch anders. Okay. Und Beshem Isha Menashe. Und die Namens seiner Herr, ihre Herr, und Judith ist Menashe, Vumet, bemerkt Jerusalem. Und er hat verstorben. Jetzt ist es eine persönliche Geschichte. Also, wie gesagt, sie ist Witwe. Er hat verstorben. Bemerkt Jerusalem, dem Zeit von Shavuot, also die Ernte vom Weizen, also er war eine Boss auf die Arbeitende und hat krank geworden und verstorben und hat mit seinen Vorvätern begraben. Also bei Juden gibt es solche Thema, die Familiengraben. Gerade sozusagen. Also es ist, war, heute ist es ein Erdestück Teil im Friedhof. Dann es war eine Hülle sozusagen, ja, wo liegen genau die Familie, die klar. Ja? Okay. Also Vateshev ist Judith Bemer Benotash, Roshanim ist Shaykh. Also sie ist schon Witwe. 3 Jahre und 6 Monate. Also wegen dieser Frau den Text beschreiben ganz präzise. Nicht wie die Babylonier, Perser und Griechen. Ja. Diese Text weiß gut. Also das heißt, diese Sätze haben nicht betroffen. Okay. Velach Heder Balad Beita Beteshev Shamahi Vramata. Sie hat ein Zimmer oben auf ihrem Haus. Also sie hat gewisse Geld, sie ist nicht eine Frau. Ja. Sie hat ein Haus, ja, ein Familienhaus. Groß schon vermutlich, ja. Aber sie als Witwe, sie will nicht das benutzen, sozusagen. Ja. Sie ist in gewisser Trauer. Ja? Sie ist Witwe. Also sie hat eine Amata, eine Dienerin. Ja? Also in damaligen Zeiten, der Unterschied zwischen Sklaven und Dienerin war ganz, ganz klein. Ja? Also es ist echt besser übersetzen als Dienerin. Ja? Okay, also sie hat jemand, ja, eine Frau. Wehile v'shasak v'tzama yom, v'lvad shabtot ha-shanam, v'lvad modeh v'Israel. Und diese Frau, passen Sie auf, Judith, sie, ich habe gesagt, sie hat Geld, ja, sie ist nicht arme Frau, sie hat Dienerin, Sklavin, sie hat sie verkaufen, sie hat kein Haus, also vermutlich was vermietet. Warum nicht, ja? Aber sie verkleidet sich wie mit Sake, ja? Was heißt das? Das ist eine klare Zeichen für Trauer, ja? Also sie ist in welcher Trauer? Ja, weil ihr Mann gestorben ist, denke ich mal. Ja. Ja, das ist logisch, das ist eine logische Konsequenz. Und sie fastet jeden Tag. Sie fastet jeden Tag. Ohne Shabbat.
und nicht inklusive Schabbat und die jüdische Feiertag. Okay? Also, das heißt, Übersetzung. Sie fastet die Tageslichtzeiten und isst am Ende den Tag. Es ist nicht, dass sie sechs Tage fastet. Ja. Es ist nicht im Text meint, ja. Es ist genau, was die Muslimen haben, diese Formel genommen an sich und die Ramadan, ja. Sie fasten Tageslicht und abends nach dem Dunkelheit sie essen. Also das ist die eine Formel. Das ist die eine Formel vom Fasten. Und diese Formel war auch nicht auch. Auch bei Muslimen. Es war jetzt bei Judith. Also sie isst abends nur am Schabbat und Feiertag sie isst normal. Und wir kennen auch solche Leute auch von uns, von 19. Jahrhundert sogar. Ich kenne die Rabbiner, ich habe die gleich gemacht. Okay, kann man sagen, dann die Leute waren ganz arm und der Unterschied zwischen Fasten und Nicht-Fasten war ganz, ganz klein. Die Leute trinken und vielleicht eine Eier gegessen am Tag. Ja? Das war die ganze Messe. Aber doch, wie gesagt, trinken, das ist die deutliche Unterschied. Also, wenn trinkt man frei, dass er kann funktionieren. Ja? Er ist nicht im Fasten. Ja? Auch wenn du hast nicht so viel Essen, dann trinkst du, das ist relativ normal. Relativ. Ja? Und wie gesagt, sie hat das Geld, sie hat Eigentum, aber sie will nicht. Sie will nicht. Sie sind verkleinert, eigene Existenz sozusagen. Ja? Und die Bezeichnung geht weiter. Und die Frau sehr schon. Tor, das ist Körper. Also, sie sind Körper, sozusagen, ganz, ganz schon. Und für sie, für Judith, 10 Sklaven und Sklaven, also die Zonnebakar und auch viele Vieh. Also, das Text direkt sagt, sie sind eine reiche Frau. Das habe ich früher gesagt, das ist eine Logik. Ja? Sie hat Chaos, sie hat Dienerin. Jetzt, Text, das sagt direkt. Sind Sie verstanden, dass sie ist eine reiche Frau? Sie ist eine reiche Frau, ja. 10 Sklaven und Sklaverin, viel. Kein Existenzproblem, sogar mehr. Sie kann leben auf Business Class Level. Aber sie macht es nicht, sie will fasten. Sie macht nicht. Ja, sie verkleinert sich. Sie verkleinert sich, sie hat erlebt eine Tragödie. Beshima tov befi kol ish liyarat Elohim ve'en dover ba'mera. Und ihr Gerücht, die Judith, ja, das alles, was die Leute hören über Judith, ist gut für jeden Mensch, die Gott fürchtet, und niemand redet ra über sie, über Judith. Also, eine positive, schöne Frau, das nur Witwe ist. Ich meine Judith, die Vrei Uzia, und Judith natürlich hört die Worte von Uzia, der Oberbürgermeister. Was? Wot chameshet yamim, kisagere. Noch 5 Tage, dem Staat wird vergeben. Also jetzt, Text sagt direkt, was Uzia hat versprochen für die Stadtleute. Das heißt, er echt hat geboten, diese Verlangen, ja? Ein bisschen Verlangen und noch hoffen zu meinem Wunder. Okay. Und Judith schickt für die Älteren und Eltern dem Staat Leomri Belechermi, auch für eine wichtige, ja, diese wichtigen Leute.
in dem Staat. Die sind Nummer zwei, Nummer drei in dem Staat. Ja? Sie wurden im gleichen Satz mit diesem Jahr genannt oben. Und was sagen Sie für die Leute? Naja, sie sagt halt, das ist nicht in Ordnung, dieser Schwur, den ihr hier ist. Ja. Ist Gott unter Druck, sowas in der Art, dass sowas geht. Sie probieren dem Gott. Ja, sie probieren dem Gott. Sie sagt, der Gott ist kein Mensch. Es ist eine bekannte Idee, die sagt, wer sagt das? Prophet Samuel. Ja? Mhm. Prophet Samuel sagt zum ersten König, Saul, ja, die König hat gesündet, ja, und der Prophet sagt, und der Gott hat dich vom Königsthron rausgenommen. Ja? Der König bittet Verzeihung und sagt, ich bereue mich, ja, bittest du zum Gott für mich, ja? Und der König, Prophet Samuel sagt die berühmten Worte, der Gott ist kein Mensch, zum Bereuen und zum Verhören. Ja? Mhm. Also das heißt, diese Dekret, dass du, König Saul, geh zum Zuhause, es ist ähnlich, es ist ähnlich. Ja? Es ist nicht wiederholbar. Okay. Und das, sie kritisiert die Stadtführung sozusagen, die Judith, ja. Es ist schon Kapitel 8. Am Ende Kapitel 8, ihr sagt, ich probiere, ja, dem Stadtrat. Sie, Hatirubadi, betet euch für mich. Betet euch für mich, heute ist es eine klare christliche Formel. Heute zwischen Juden redet so niemand. Es ist sehr, sehr interessant. Aber früher, das waren ganz bekannte Formulierungen, ja. Hatirubadi, genau das betet euch für mich. Wer sagt das in Torazo? Pharao zu Moses. Pharao zu Moses, ja, sagt, Hatirubadi, betet euch für mich. Moses und Aaron, ja. Also, das ist eine auch sprachliche, auch gläubige Form zum Äußern sich. Und auch betet euch zum Herzen Sonne Israel verstärken, ja, nicht vergeben, ja. Okay. Also sie gibt am Ende Kapitel 8 eine Rede, eine Motivationsrede, ja. Sie sollen besser beten, ja. Was ist vergeben noch 5 Tage. Sie probieren den Gott. Ja? Okay. Kapitel 9. Vatal Judith Achadra. Und sie kommt oben zurück zu seinem kleinen Zimmer. Oben. Und wieder kleidet die Sache. Was heißt wieder kleidet die Sache? Ich habe ihm gesagt, dass sie immer, die ganze Woche, sie mir sagt. Wie kann das sein? Ja, vielleicht war sie beim Usia schöner angezogen. Genau, also sie hat mir Stadtführung getroffen. Sie hat normal gekleidet, vielleicht sogar schon. Weil wieder, sie ist eine reiche und schöne Frau. Mhm. Also sie, es ist nicht, dass sie eine Asketin, ja? Überhaupt nicht. Sie hat normale Kleidung. Sie sieht aus gut. Kennen Sie das? Sagt, ich bin nicht schon, das ist schon egal. Ja. Das ist nicht der Fall. Überhaupt nicht. Ja? Also, sie ist schon eine Frau,
sie hat Geschmack, ja? Sie hat Eigentum, sie kann verkleidet sich gut und sie versteht, mit wem, wie verkleidet sich man. Ja? Mhm. Also sie hat jetzt wieder verkleidet sich zum Sagen, zum mhm. Trauer. Aber mit Stadtführung, sie ist gut gekleidet. Okay, also sie betet zum Gott. Betet Napel, auch gefallen ist zum Boden, auch betet zum Gott. Also bitte, liebe Gott, gib's nicht diesem Staat, zum Gefängnis, ja, und zum Schande. Mhm. Weil du bist allein der Retter der Welt, von Anfang der Welt bis Ende der Welt. Mhm. Und alles, was du willst, verwirklicht in diesem Welt. Ein ganz interessantes Gebet. Dieses Gebet ein bisschen ähnlich zum Gebet vom Dvorah. Also wir noch reden. Mhm. Kennen Sie die Lied vom Dvorah im Richterbuch? Ich glaube, wir hatten das mal gemeinschaftlich gelesen und ich glaube, bei Dvorah war ich nicht dabei und habe es dann nicht nachgelesen. Weißt du das vielleicht, Johanna? Nee. Nein. Dvorah ist es eine klassische, gibt es einige Frauenlieder sozusagen. Die erste Lied ist es von Miriam, schon im Torah, ja. Genau. Das ist, wo die Moses, ja, Asiashe Moshe, das ist genau nach dem Roten Meerspaltung. Und dann gibt es einen Satz, der sagt auch, die Miriam hat etwa ähnlich gesungen mit Frauen, nur die Textuelle steht nicht. Mhm. Die Torah ist es schon an der Geschichte. Es steht genau diese Lied. Okay, mhm. Das Lied, es ist ein jüdisches Lied. Es ist keine Poetik und Symmetrie. Es nicht klingt zu unseren Ohren, zu unseren Ohren etwa musikalisch, ja? Mhm. Es ist nicht, ja? Das Lied ist etwa anders, es ist wie ist es geschrieben und die große Pausen zwischen den Sätzen oder die Phrasen, ja, in diesem Sinne ist es Lied. Mhm. Ja? Also, die große Lied von Dvorah ist es eine riesige Muster sozusagen. Mhm. Dem Buch Judith geht nach klarer Muster Dvorah Lied. Ja, es ist ganz, ganz ähnlich. Es kann man das lesen und lernen. Das gehört zum Bereich jüdisches Glauben, mhm. ja, jüdische Philosophie. Wie Gott verwirklicht sich? Wie macht er Wunder? Ja? Mhm. Warum ja? Warum nicht? Ja? Die Leute, die vertrauen seine Schwerter und Pferde, mhm. zum Beispiel. Ja? Das ist eine Bezeichnung für die starken Leute, die doch den Gott ignorieren. Mhm. Also, wie sind die Schwachen? Wie sind Vertrauen auf dich, lieber Gott? Mhm. Nicht auf unseren Wagen. Mhm. Wagens. Auch wir haben keine Wagens. Aber ja. Muss man nicht sagen. Auch wer haben wir die Wagens? Unsere Gedanken auf dich vertrauen. Mhm. Ja? Also, das ist ganz, 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 ganz schön. Das ist Kapitel 9. Mhm. Also kann man besonderen Unterricht verwenden nur zum solchen ja, Art Glaubens. Das ist ganz, ganz schön. Vatikan Melit Palel, das ist schon Kapitel 10. Mhm. Hat Judith sein Gebet beendet. Also wir sehen, dass dem Buch nicht verkleinert zum kleinen Details. Ja? Mhm. Also und natürlich
dem Gebet, der bringt wichtige Ideen, die eine Unterstützung der Juden, ja? Mhm. Eine wichtige Glaubensidee, eine gute Formulierung, vielleicht ein Sprichwort, ja? Und so weiter und so fort. Natürlich den Text nicht zensuriert, umgekehrt, bringt alles. Ja? Also deswegen, wir sehen schon dieses Buch relativ lang. Ja? Wie gesagt, mhm. die Esther-Rolle, es ist 9 Kapitel, als die 9. Kapitel ist es 4 Sätze, also tatsächlich ist es 8 Kapitel. Ja? Dieses Buch, Judith Buch, wir sagen gesagt 16 Kapitel. Ja? Und die Heldin erscheint nur von Kapitel 8, auch nicht im ganzen Buch. Mhm. Aber von diesen, von 8 Kapitel bis 16, also 8 Kapitel, wo Judith doch existiert, eine Kapitel, Kapitel 9, ganz redet über die Gott glaubens und wie betet man zu Gott? Mhm. Was ist unsere gute Argumente? Mhm. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Weil, wie gesagt, mit Miriam Lied, ich bin kein Lied, ich habe nur Erzählung, dass es war ein Lied, aber kein Text von diesem Lied. Das ist, glaube ich, nur ganz, ganz kurz. Also ja, das ist ein kurzer Absatz, 3-4 Sätze. Aber das Volk Israel hat davor noch ein Lied. Also sie ja. ziehen durch das Rote Meer, singen ein langes Lied und danach ja. kommt noch das Lied von Miriam. Ja, ja, ja. Ganz kurz. Und deswegen ist es sehr, sehr, es ist ein großer Schatz. Und mhm. ich sage so, es ist ein großer Schatz. Mhm. Auch wenn es ist, geht nicht um danach, nicht um Prophezeiung, nicht um heilige Buch, wo jeder mhm. Buchstabe ist heilig. Es ist klare Fälschung in diesem Buch, es ist alles gut, alles richtig. Und doch, mhm. mit alles, was habe ich jetzt gesagt, ja. doch gibt es eine gute und riesige Wichtigkeit zu diesem Kapitel 9. Mhm. Ja. Also ich denke, wir beenden jetzt. Also wir stehen auf Kapitel 10. Sie mhm. jetzt, sie hat verstärkt sich, und geht so weg. Das ist die Kerngeschichte. Ja. Also, ich denke, wir schaffen das auch nächste Woche. Vielleicht mhm. 8, vielleicht 9, ich sage. Ja. Also, danke, das haben Sie gekommen, alle. Sie sind ja. zahlreiche ohne Ende. ja. Dankeschön. Alles gut, alles gut. Aber doch, was meinte ich, dass auch vom diesen Text, der ist nicht mhm. kein Tanach, kein Prophezeiung, eine Apokryph, doch kann man viel, viel gute Dinge lernen. Ja. Das ist meine Position. Mhm. Ja. Ja. Dankeschön. Dann okay. danke schon. Liebe Grüße an Frau Czolak, gute ja. Besserung und mit Gott viel, wir treffen uns nächste Woche. Nächste Woche. Danke. Okay. Schönen Abend. Alles gut. Shalom.